Ich bin nicht ein bisschen aufgeregt. Nee, ich jetzt irgendwie nicht. Jetzt bist du tief entspannt. Willst du fahren oder soll ich fahren? Nee, ich bin zu verheilt. Ich fand's richtig süß. Aber damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Nee, ich auch nicht. Der Anblick von dem kleinen Mädchen war schon ein bisschen komisch, weil wir beide uns kleiner geschätzt haben, als wir eigentlich sind. Ich dachte mir, Zabi, sollen wir beiden Riesen da reinpassen? Ja, nice. Voll schön. Kuschelig. Voll süß. Und dann saßen wir beide im Auto relativ eng beieinander. War auf jeden Fall klar, dass Maurice fährt, weil ich hätte das auf gar keinen Fall hinbekommen. Ich wäre bestimmt irgendwo gegengefahren. Kleines Auto, großer Spaß. Jetzt muss Maurice nur noch bei Jacqueline richtig Gas geben. Warum hast du mich ausgewählt? Weil du mir eigentlich mit einem sehr lebensfrohen Strahlen hier hingekommen bist. Und ich bei dir so das Gefühl hatte, dass du Lust drauf hast. Okay. Und ich hoffe, das war auch der Fall. Oder ja, ist der Fall? Ich glaube, das sieht man, oder? Sonst würde ich nicht die ganze Zeit so lachen. Ja, erstens war man sich schon so nah, man konnte halt relativ gut reden und ja, hatte auch noch eine super schöne Kulisse und deswegen fand ich es richtig nice. Also eigentlich bin ich ja richtig straight raus, sag immer, was ich denke und so. Aber wenn ich jetzt an wem Interesse habe, dann habe ich auch so eine kleine schüchterne Seite an mir, die ich sonst eigentlich gar nicht habe, auch nicht so im Leben, weißt du? Darf ich da jetzt von ihm, dass du Interesse hast? Wer weiß. Wie alt warst du jetzt immer? 32. 32? Du? 26. Ach was, echt? Ja. Ich dachte, älter. Nee. Sie war schon ein bisschen geschockt, hatte ich das Gefühl, dass ich erst 26 bin. Grundsätzlich ein Problem für dich? Es kommt drauf an, wie der Mann sich jetzt auch so gibt und so. 26 ist noch so an meiner Grenze. Ich habe immer so gesagt, ja, okay, 28 mindestens. Sagst du es nicht nur, weil ich 26 bin, ja? Ich war geschockt, dass er gesagt hat, halt 26, weil er mir auf jeden Fall reifer auch schon von vornherein vorkam. Ja, ich mache mir jetzt nicht viel aus dem Alter, aber du hast ja schon ein Kind, ne? Zwei? Ja. Also für mich war immer Thema, ich möchte auf jeden Fall Kinder haben und wollte den Moment, so, wenn ich das erste Mal Kind bekomme, mit der Frau halt einfach teilen, dass sie auch das erste Mal Mutter wird. Mhm. Da war ich so erstmal so, wow, das Thema jetzt schon von ihm und so weiter. Aber ich glaube, das ist bei ihm so wichtig, dass er das direkt halt abchecken wollte. Aber ich denke einfach, die heutige Gesellschaft bringt das jetzt gar nicht so mit, dass man da noch so verschlossen sein muss. Deswegen bin ich da gegenüber eigentlich relativ offen. Aber für mich halt wichtig, dass die Frau trotzdem noch Kinder haben möchte. Wenn da kein Interesse da ist, um später mal Kinder zu bekommen, dann wäre das Ding halt relativ schnell für mich durch. Wenn jetzt noch mal ein Mann kommt, der mich richtig flasht und umhaut und mit dem ich mir das vorstellen könnte, dann würde ich noch Kinder kriegen, weil eigentlich würde ich auch gerne mehrere Kinder haben, weil ich bin so ein Typ, ich liebe ja Gesellschaft voll. Und ich liebe auch so dieses große Familie, alle treffen sich, aber es muss halt so richtig der Mann sein, weißt du? Sie ist offen dem Thema gegenüber, hat jetzt das nicht komplett abgeneigt, also bin ich auch nicht abgeneigt. Was machst du beruflich eigentlich? Ich bin Fitnesstrainer. Echt? Ja. Ach was. Wieso kam das echt jetzt so? Nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was hättest du gedacht? Dachte, du warst mit so IT oder so. Ich IT? Wie kommst du darauf? Weiß ich nicht, du sagst so. Boah, das ist aber gerade überhaupt gar kein Kompliment, ja? Das hat da schon in meinem Stolz ein bisschen gekränkt. Also, wie ein Fitnesstrainer siehst du auf jeden Fall nicht aus. Ja. Ich wollte ihn einfach nur ärgern mit dem, dass er ITler ist. So ein bisschen necken wieder, meine Art halt. Oh Gott. Ich stehe nicht nur den Singles mit Rat und Tat zur Seite, sondern auch euch. Hier geht es zu den neuen Folgen und hier geht es zu allen Videos auf YouTube.